fantastic. Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Runde Planner Pirates. Heute mal wieder mit Facecam, wenn es denn funktioniert. Ich hoffe, es klappt. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen mit den Skelett-Lumpies beschäftigen. Ich habe die ja jetzt seit ein, zwei Tagen. Hab da auch schon einen Angriff mal eben mitgemacht. Und wir wollen uns das einfach mal angucken. Ich habe auch noch einen Bauarbeiter frei. Wir können ein bisschen farmen gehen auf jeden Fall. Ich muss nämlich mal schauen, was ich noch so upgraden kann. Ich könnte mich bei Zeiten mal ans Schiff begeben. Dafür bräuchte ich 950.000. Ich habe den Leuchtturm nämlich schon gemacht. So, oder? Habe ich den schon? Ja. Den habe ich. Den brauchen wir jetzt schon auf Piratenversteck 6 für die nächste Stufe. Das Schiff können wir allerdings nochmal upgraden. Kostet 950.000 Grog. Wir brauchen auf jeden Fall momentan... Oh, ich habe das im Auge. Wir brauchen auf jeden Fall momentan ein bisschen sehr viel Grog, weil ich nämlich auch zum Ausbilden der Truppen noch Grog brauche. Vor allem hier bei dem Skelett-Lumpi, da brauche ich einiges an Grog, da der noch ein paar Kapazitäten hat. Aber ich habe ja auch die Akademie ausgebildet. Deshalb kann ich auch jeweils jetzt bei den anderen Truppen wieder ein bisschen was upgraden. Und wir brauchen halt Grog ohne Ende. Ich kann sogar schon den Zerstörer upgraden, obwohl ich den noch gar nicht bauen kann in der Schenke. Weil dazu müsste ich erstmal die Schenke noch upgraden. Ach nee, ich kann den jetzt doch bauen. Okay, dann lacht das an der... das habe ich noch gar nicht gesehen. Den war nämlich eben noch nicht da. Dann lacht das an der upgradeten Akademie, glaube ich. Oder woran hängt der ab? Ich muss mal gucken. Wovon hängt der ab? Nicht woran. Mal eben schauen. Info. Was braucht der? Der steht natürlich jetzt nicht mehr dabei. Dann können wir den direkt auch mal benutzen in der nächsten Folge. Das heißt, wir haben jetzt die Truppen auf jeden Fall schon wieder ein bisschen vorangetrieben. Müssen wir schauen, dass wir da bei Gelegenheit dann mit angreifen. Ich muss mal gucken. Jetzt haben wir natürlich erstmal nur die Skelett-Lumpies. Und das Spiel ist abgestürzt, oder was? Das hatte ich natürlich auch noch nicht. Ich gehe mal kurz raus, mache mal kurz einen kleinen Cut. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade passiert ist. Keine Ahnung. Und wir wollen jetzt einfach mal angreifen, würde ich sagen. Ich habe da noch was auf der Karte. Das gucken wir uns gleich noch an. Und 400.000. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Aber das ist auch eine relativ starke Base, wobei die Rocklager außen stehen. Da könnten wir drankommen. Aber nee, wir riskieren das mal nicht. Ich will mal noch ein bisschen gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen was Einfacheres bekomme. So wie hier, aber da müssten wir durchs Flammentor laufen, aber für den Grog könnte es reichen. Und ich will ja nur an den Grog theoretisch. Komm, wir probieren's. Ich gehe mit ein paar jeweils auf die Mörser. Und dann laufe ich hier mittig auf den Turm nochmal drauf. Ich habe auch noch 6 Stück in meinem Gödenschiff, das heißt ein paar werden mir trotzdem noch helfen können gleich. So, jetzt hoffe ich, dass der Turm gleich kaputt ist. Genau, und jetzt setzen wir die mal hinterher, dass die Richtung... Ah, jetzt gehen die auf das Versteck natürlich erst drauf. Aber die Mörser sind schon mal kaputt, das heißt, die werden hier nicht getroffen. Und jetzt rennen sie halt durchs Flammentor. Ja, oder gehen die außen rum? Ne, gehen außen rum, das ist gut. Und jetzt gehen wir an die Grocklager. Top, so hatte ich mir das gedacht. Jetzt können wir den Rest hinterherjagen. Und wir haben Glück, der Grog ist auch in den Lagern. Gestern hatte ich wieder so einen Kackangriff. Da hatte ich auch irgendwie 300.000, 400.000 Loot, also vom Grog her angeblich zur Verfügung, ne? Und ich dann schön die Lager angegriffen. Ja, scheiße, war alles in den Brennereien. Und da habe ich dann nichts mehr bekommen. Ach, das war auch gar nicht das Versteck. Das war die Akademie, die Schenke oder die Akademie? Was war es gerade? Jetzt habe ich nicht mehr drauf geachtet. Das Versteck ist ja hier mittig. Aber gut, so. Mal gucken. Ein bisschen Gold kassieren wir jetzt auch noch mit ab. Ich spare mir jetzt, glaube ich, die Clan, die Gildentruppen für den nächsten Angriff auf. Oder sei denn, wir hängen hier gleich kurz vor 50%, dann nehmen wir die natürlich hier noch mit. Aber ich gucke erstmal, dass wir es vielleicht so schaffen. Aber wir setzen die, glaube ich, einfach mal gleich ab. Also langsam müssen wir mal da ein bisschen auf die Punkte gucken. Ich setze hier mal hinterher. Wir haben sie ja. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch jetzt... Naja, gut, die werden auch nicht ans Versteck kommen, ohne dass sie von dem Turm getroffen werden. Aber noch machen sie vielleicht ein bisschen was... Könnte aber knapp werden. Das wird natürlich jetzt ein bisschen spannend, ob wir das Versteck noch zerstört bekommen. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube es fast nicht. Aber die Truppen gefallen mir ganz gut. Ich werde mal gucken. Ah, da kommen noch ein paar. Nein, lauf doch jetzt nicht da oben hin. Geh doch hier runter zu den anderen.
Muss mal schauen, dass wir natürlich jetzt alles upgraden. Jetzt haben wir natürlich ordentlich Zeug, was wir upgraden können wieder an Truppen. Wir werden so viel Grog brauchen, das ist echt schon eine harte Nummer auf jeden Fall. Aber vielleicht wird es doch was mit dem Piratenversteck. Da sind nur noch zwei, ne? Ne, das war's, okay. Wenn die jetzt da unten hingegangen wären, hätten wir es vielleicht geschafft, aber so glaube ich eher nicht mehr dran. Vielleicht kommen wir jetzt noch auf 50%, das wäre noch die nächste Chance. Aber auch das wird knapp. Ne, das haben wir nicht geschafft, aber egal, Hauptsache wir haben Loot. Der Rest ist ja erstmal egal. 358.000 Grog. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt einfach mal mehrere Sachen upgraden sollte. Oder ob ich eine Sache upgraden sollte, und zwar hier den Kollegen. Das wäre natürlich gut, wenn ich den jetzt mal... Die Frage ist, was benutze ich jetzt öfter? Benutze ich jetzt öfters diesen hier oder benutze ich öfters Sachen aus der Akademie? Ich könnte auch mich nochmal an den Diebenen und den Riesen zu schaffen machen, aber die sind auch jeweils recht teuer. Was kriegen die Diebenen denn, wenn ich die benutze? Zum Farmen wäre das ja schon gut, wenn die schneller werden und so, ne? Schaden plus 6, dann sind die noch ein bisschen schneller. Und das ist, wenn ich die Schläger benutze oder upgrade. Zähigkeit plus 100. Ich glaube, den nehme ich erstmal, weil das ist ganz gut. Wenn die nämlich ordentlich auf die Verteidigung gehen und dann ordentlich was aushalten und richtig tanken können, dann kann mir das, glaube ich, schon ganz gut weiterhelfen. Aber gut, wir können ja auch direkt nachher weiter farmen. Ich mache neue Truppen. Ich muss jetzt wirklich erstmal farmen. Ich werde die Zerstörer mal mitnehmen. Als Tanks diesmal zum Testen. Was haben die denn? Die haben... Info. Schaden 100, Zähigkeit 1200. Was haben die Schläger? Schaden 45, Zähigkeit 1200. Okay, das heißt, vielleicht hätte ich die Schläger mir jetzt auch sparen können im Upgrade, wenn ich demnächst Zerstörer benutze. Weil die kosten 2000, die kosten 400. Okay, die kosten natürlich das Fünffache. Egal, wir machen ja eh auf Dauer alles, von daher wird das schon passen. Und jetzt haben wir schon wieder keinen Grog mehr, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine Runde farmen. Aber wir können mal eben gucken, was wir hier noch auf der Karte haben. Was wir hier noch auf der Karte haben. Vielleicht haben wir noch ein paar Battle Points bekommen. Ne, ich glaube nicht, ich habe, glaube ich, nur hier erkundet. Aber gut, wenn ich das Schiff demnächst upgrade, dann werden wir eh noch ein bisschen weiterkommen. Dann finden wir auch öfters größere Fische. Man findet übrigens auch Battle Points bei großen Fischen, wenn die Belohnungsstufe 3 haben. Ich kann euch das mal zeigen. Der hat jetzt hier Belohnungsstufe 2. Und der hat Belohnungsstufe 3. Den könnte ich also noch angreifen. Das heißt, wenn ich den angreife, bekomme ich noch Battle Points. Aber ich habe meine Battle Points ja mittlerweile ausgegeben für die Akademie, sodass ich die jetzt gerade mal nicht brauche. Gerade würde ich eher Grog benötigen. Was haben wir denn hier? Belohnung haben wir noch. Irgendwo haben wir noch Belohnung. Da. Abgeschlossen. Man munkelt, irgendwo sei eine seltsame Luke versteckt. Suchen wir sie. 100.000 Grog. Gut, nehmen wir natürlich gerne mit. Grog ist momentan sehr, sehr wichtig für uns auf jeden Fall. Und jetzt wollte ich euch noch einen Angriff zeigen, den ich eben vollbracht habe. Und zwar war das dieser hier. Details. Wiederholung. Beziehungsweise ich kann euch noch zwei zeigen. Da dachte ich mir auch, komm hier, probier's mal. Da war der erste Angriff, wo ich die Skelettlumpis ausprobieren wollte, weil ich auch noch nicht genau wusste, was die so vollbringen. Dann bin ich hier an die Kante gegangen, dachte mir, komm, die Kanone kriegen wir. Und dann den Turm, weil ich hier an die Lager halt wollte. Dachte ich mir, komm, setz dich mal hier unten jeweils links, rechts ein bisschen ab. Dann sind die natürlich dooferweise hier direkt an die Kanone gegangen. Aber es war im Endeffekt nicht verkehrt, weil wir dann hier rechts zwischen den Lagern freie Bahn hatten. Ich weiß halt nicht, woran sich das dann festmacht, dass dann die Hälfte wieder rausrennen und nur noch zwei alleine auf die Kanone gehen. Ich meine, die haben es dann trotzdem geschafft, glaub, aber es ist natürlich besser, wenn dann eine... Ne, die haben es nicht geschafft. Aber es wäre besser, wenn dann drei, vier mehr auf die Kanone gehen, damit die Kanone halt auch wirklich kaputt ist und nicht nur so angeritzt. Aber gut, man kann halt die Truppen dann nicht mehr wirklich steuern, wenn sie einmal losgelassen sind. Ich habe dann zumindest versucht, das Versteck hier noch mitzunehmen, oder beziehungsweise die haben es versucht. Ich kann sie ja, wie gesagt, nicht steuern. Aber das Versteck stand halt so mit dabei, dass das quasi funktioniert hat, dann noch drauf zu gehen. Goldlager haben wir dann auch noch mitgenommen. Das heißt, ich hatte dann, naja... Bisschen was zumindest. Ich habe noch ein bisschen 50.000 Grog liegen lassen, was halt wahrscheinlich hinten in den Brennereien noch drin war. Aber da wäre ich dann nicht mehr dran gekommen. Ich mache mal doppelte Geschwindigkeit, das war dann gleich eh vorbei. Zack, zack. Und ja, da habe ich dann aufgegeben. Was hatte ich dann insgesamt? Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ach, Markt. Markt, das will ich halt auf dem Markt. Ich will doch hier ins Logbuch. Da hatte ich insgesamt 104.000
Gold und 290.000 Grog, das war schon okay. Und ein guter Angriff war gestern noch mit 600.000 Grog. Den schauen wir uns natürlich auch noch an. Der war wie folgt. Das Lager oder die Lager waren hier relativ mittig vom Schiff beschützt. Und ich hatte was für Truppen. Ich weiß es gerade gar nicht, was das für Truppen waren. Ich muss mal eben schauen. Hier unten. Ach ja, das war mein Freibeuterangriff. Da habe ich einen erstmal hier unten hingesetzt, um zu testen, ob vielleicht was in den Brennereien drin ist. Aber ich habe dann eine halb kaputt gehabt und gesehen, es ist kaum was weg. Das heißt, da kann nicht viel drin gewesen sein. Und deswegen bin ich hier an diese Seite gegangen. Ich habe mich der mystische Mörser einmal betäubt. Quasi das ist sowas wie der Schockwerfer bei Boom Beach. Aber nicht ganz so dramatisch. Der betäubt die zwar, aber ich glaube, die kriegen nicht so viel Schaden dadurch. Und ich habe dann hier relativ easy oder relativ gut, dass alle auf einen Haufen sich konzentriert haben, relativ gut die Grog-Lager bekommen. Und dann lief das. Da haben wir einiges abkassiert. 500.000, ja knapp. War schon eine gute Nummer. Wie gesagt, das Farmen hier ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man dauert halt immer so ein bisschen die gewisse Zeit, bis die Truppen fertig sind. Aber wenn man es dann einmal hat, dann findet man relativ gut, relativ starke, oder was heißt starke, relativ viele Gegner, die einem ordentlich Loot liefern können. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist, ich kann auch mehrere Sachen hier in der Schenke upgraden, aber da bräuchte ich ja noch mehr Grog. Ich kann mal gucken, ob vielleicht noch irgendwas geht jetzt. Hier beim zurück jetzt, wir haben es dann auch gepackt gehabt. So, gehen wir mal zurück und gucken mal. Wir haben noch 449.000 Grog, dann können wir vielleicht noch irgendwas machen. Man kann ja, wie gesagt, mehreres ausgebaut werden. Ausbilden, nicht ausbauen. So, wir könnten Dieben. Brauchen 950. Freibeuter, Schützen, Zerstörer 950. Also das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre beim Freibeuter. Machen wir auch sofort. Was ist das? Schaden, nee, Zähigkeit plus 5. Ja, komm. Lassen wir uns das mal kosten. Und dann sind wir jetzt quasi mehr oder weniger auf Null mit dem Grog. Wir müssen natürlich gucken, dass wir noch genug haben, um neue Truppen anzuheuern. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, machen wir das noch schnell und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Diesmal dann mit Zerstörern und Diebinnen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis dahin wieder. Bis dahin wieder. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Zugucken. Gebt einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und tschüss.